Und ich glaube, dessen müssen wir uns bewusst sein und das spielt in den Punkt mit rein, Preis bereit sein zu zahlen. Ja. Manche glauben ja, wenn du jetzt erfolgreich werden willst, egal in was, in Geld, in Vertrieb, in Kunst, egal, musst du einen Preis bezahlen und dieser Preis ist, dass du abends lange aufbleiben musst, dass du am Geburtstag von deiner Tante nicht teilnehmen kannst oder dass du kein Wochenende hast. Dass du kein Wochenende hast. Ja. Die Leute glauben, das ist der Preis, den du bezahlen musst. Oder dass du manchmal Kopfschmerzen hast, weil du dir so viel Gedanken machen musst. Nein, der Preis ist vielleicht deine Ehe. Oder der Preis ist vielleicht die Beziehung zu deinen Kindern. Oder ein Stück deiner Gesundheit. Gut, kann man auch in Geld messen. Vielleicht wirst du wahnsinnig viel Geld investieren oder verlieren. So wie Elon Musk das machen musste. Der musste sein ganzes Vermögen investieren, um Tesla am Leben zu halten. War sozusagen pleite, so ist dadurch aber natürlich jetzt wieder einer der reichsten geworden, hat sich also durchaus gelohnt. Und das sind also Sachen. Ich meine, das mit der Ehe ist am offensichtlichsten, weil die meisten super erfolgreichen ihre erste oder manchmal auch sogar die zweite Ehe gegen den Erfolg eingetauscht haben. Weil das hat einfach mit natürlichen Bedürfnissen zu tun. Eine Frau möchte Nähe und Zeit und Zweisamkeit und das kannst du halt, wenn du dich einer Sache wirklich verschreibst und du willst die Welt verändern. Nehmen wir mal so krasse Beispiele wie Jobs oder Elon Musk oder Branson. Sowas. Branson. Bei Branson bin ich mir nicht ganz sicher, ob der schon seine zweite Ehe hat. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, dass er noch mit seiner ersten Frau verheiratet ist. Aber gut, er musste Teile seiner Gesundheit dafür opfern und so, ne, dass er so erfolgreich wurde. Oder sein Leben riskieren, in Anführungsstrichen. So, das ist der Preis, den du bezahlen musst. Der Preis ist, dass du vielleicht nicht bei der Schulaufführung sein kannst oder im schlimmsten Fall nicht bei der Geburt deines Kindes oder wie auch immer, weißt du? Es muss nicht so sein. Du musst aber die Bereitschaft haben, einen hohen Preis zu bezahlen.